So, hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Wir sind bei LS17 auf dem geerbten Hof und das wieder zusammen mit unserem Pink Boy Killer Kicks. Moin, moin. Ich bin der Detlef. Der Detlef, der ist immer noch Flip fleißig mit seinen Detlef. pinken Ballen beschäftigt. Wir werden uns jetzt mal fix darum kümmern, dass wir die Wolle wegbringen. Dann nehmen wir dann schon mal Gras mit hoch und werden uns die ersten Kühe anschaffen. Und wenn der Killer Kicks dann fertig ist, werden wir uns den Ladewagen, den Futtermischer habe ich noch nicht gemietet, ne? Nein. Zack, hinstellen und dann werden wir mal ein bisschen Kraftfutter machen. Frontlader haben wir um Ballenspieß. Müssen wir auch noch holen, so. Jetzt habe ich nur noch 68.000. Ich ein bisschen mehr. Noch. Noch, genau. Man soll den Abend, den Tag nicht für den Abend loben. Hab ich doch gesagt, heute wirst du mit dem Geld nicht bis zum Ende der Session kommen. Aber es hat ja auch einen guten Zweck. Ja, Stefan kann einkaufen gehen. Stefan kann shoppen gehen. Macht er eh sehr gerne, ne? Zwar nicht das Shoppen, was die Frauen gerne machen, aber große Geräte und Tiere kaufen. Genau, halt Männerspielzeug. Richtig. Damit wir Kühe reiten können. Also jetzt nicht so reiten, wie ihr alle gleich wieder denken tut, ne? So reiten halt, ne? So Rodeo-Reiten, Genau. Bullenreiten. Ich glaube, aus der Genau. Sache kommt man so nicht raus. Ich glaube, der Nicht, wechselt nee, das nicht, Thema nicht. ganz schnell. Das ist, was Martina schon wieder meint. Ja, nicht, dass Martina gleich wieder auf dumme Gedanken wäre. Michael wäre ja jetzt quasi schon wieder genauso. Naja, das sind alles schlimme Leute, ne? Immer diese Ja, die perversen Jugend. Gedanken hier. Warum nur, warum nur? Was machst du mit der Beine hier? Ja, Wolle kriegen wir jetzt fast 8.000 Euro, deswegen verkaufen wir die mal gleich, dass wir noch ein paar Kühe bekommen. Oder ein paar mehr Kühe bekommen, besser gesagt. Da kommt endlich Geld auf mein Konto. Bei mir auch. Noch. Noch. Ich Schnell müsste noch ein paar eigentlich schnell aus mit. Mettbrötchen holen gehen, ne? Genau, schnell mit Brötchen holen gehen und meine Fahrzeuge tanken. Was? Schon wieder tanken? Nee. Ah, ich mach wenigstens die 100k voll, oder? Oder scheitern wir ganz knapp davor? Oh, ganz knapp vorgescheitert. 98.000 Euro. 58.000 Euro haben wir jetzt gekriegt für 3 und eine Dreiviertelpalette. Ich glaube, wir haben eine 840 oder sowas. Das ist doch gutes Geld. Wollen Sie das andere angucken, wo eine andere Karte da kaufen und die Wolle meistens für 6.000, müssen wir 6.000 Euro und machen 200k pro Container, ne? So viel Schafe haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, das ist überhaupt eine Menge Schafe, ne? Ja. So, Wasseranhänger habe ich auch, den habe ich auch erstmal geholt für die Kühe, deswegen hatte ich jetzt ein bisschen weniger Geld auf dem Konto wie der Killer Kicks. Weil Wasser brauchen die Kühe natürlich auch, ne? Wie gesagt, Gras nehmen wir jetzt von hier unten gleich mit hoch. Oh, wenn das der Meister sieht, die Gabel hier auf halb 8, da haut er gleich mit dem Schienbein gegen. Die Gabel gehört auf den Boden. Ah, das tut weh, wenn du so mit dem Schienbein so gegen seine Gabel läufst. Gibt auch einen ganz großen bösen blauen Fleck. Schon öfters passiert. Meistens war es immer mein eigener Stapler. Ja, weil ich kenne das aus der alten Firma, hast du das Ding halt gerade zum, wenn man nichts war, höher gelassen, hast du dann darauf immer so ein bisschen gelümmelt, so dich so angelehnt oder raufgesetzt. Aber meistens ist es dann gegen den Baum gegangen, weil du trotzdem gegen gelaufen bist, obwohl du dran denkst, dass die Gabel hoch ist. Was glaubst du, wie oft ich mir die Finger verbrannt habe? Ich bin ja Metallbauer. Habe ich als erstes gelernt. Und wenn du Metall schmiedest, machst du es ja vorne ganz warm, dann machst du es ja, klopfst du es ja so wie so ein Fächer, ganz platt. Dann machst du ja Rillen rein.
Man legt das Ding auf den Tisch, an die Kante, man weiß ganz genau, das Ding ist heiß. Und man Man fährt lehnt trotzdem sich an. zurück und macht aber, ja, ein neues Muster, mal wieder. Vor Wie allen Dingen, oft die ich mir Muster die bleiben auch Finger eine verbrannt Weile, habe. ne? Ja, wie oft ich mir da die Finger verbrannt habe. Oh. Da weiß man, wie es Tieren geht, die gebrandmarkt werden. Oh, so ganz schön viel Bein gemacht, du. Ja, nur gesagt, Chris. Bist schon Grenze ran, ne? Ich kann dir gleich. Ah ne, kann ich dir nicht sagen. Hier hast du. Das hoffe ich mal, dass es diese Übersicht auch im Multiplayer im 19er gibt. Ja. Nicht nur im Singleplayer, das hätte ich dir gleich gesagt, wie viele Ballen. Also wir haben jetzt exakt 200 Ballen auf dem Hof. Na. Wo ich das schon Komm, wieder sag sehe, ich wir hatten hier. da seinen Trecker mitten am Straßenrand geparkt. Nicht mal bis zum Hof schaffen sie das hier, doch. Mei, diese Arbeiter, ne? Also. Ja, schlimm. Ich weiß auch genau, wer es war. Ich fahre mal ganz schnell vorbei. Ich Gut, dass es weiß keine, gut, dass es noch keine Namensschilder gibt. nicht. Mal gut, dass es keiner sieht, außer du jetzt, bis jetzt noch. Ja, Gott sei Dank. Kann mich immer noch entscheiden, ob ich das Video hochlade oder nicht. Schneidest du das Nee, jetzt aber raus oder da kennen wir schneidest ja du es nicht nichts. raus? Nee, ich schneide keine Videos. Ich lasse das so. Wenn ja halt viele passiert, ist das halt so, ne? Mein Gott. Im Stream kann man es auch nicht rausschneiden. Genau. Ach, das finde ich immer so schlimm bei vielen, die so Let's Play aufnehmen. Ist ja alles super, wenn sie anfangen zu schneiden, dann merkst du hier einen Schnitt und da einen Schnitt Das und merkst du halt, ja. dann ist das, ja, dann ist keine Ahnung, das Auto ist dann nicht gerade ausgefahren, sondern 2 mm nach links und dann muss das wieder neu gestartet werden und geschnitten werden und, oh. Nee, aber das habe ich noch nie gemacht. Also, seitdem ich damals bei der Xbox habe ich ja angefangen mit Videos, die habe ich auch so hochgeladen, wie ich sie aufgenommen habe. Und fertig. Ja. Ich finde das auch, dann ist, weiß nicht, so wie die gestellten Fotos, ne? Oh. Ja. So, haben wir schon mal Gras, Stroh. Jetzt holen wir als nächstes das Wasserfass hoch. Dann haben wir auch Wasser drin. Dann können wir schon mal die ersten Kühchen holen. Ich meine, ich nehme gleich den Dings Frontlader mit hoch. Ich könnte jetzt nur noch mal zwei, drei Heuballen reinwerfen. Dann haben wir Heu auch schon drin. Dann brauchen wir nicht ganz so viel Kraft, oder? So, jetzt wo es so hell ist, sieht man, wie dreckig der LKW ist. Dann machen wir den gleich mal sauber. Das ist der Nachteil, wenn man weiße LKWs kauft. Ah, wir hatten damals mal einen schlauen Nachbarn, der hat gesagt, man kauft weiße Autos, da sieht man den Schmutz nicht so. Ja. Das war die Weisheit meiner Kindheit. Weiße Fahrzeuge kaufen, da sieht man den Schmutz nicht. Genau. Man wartet, bis irgendwann braun sind, dann sieht man ja schmutzig, ja, das Gut, im stimmt. Winter hast du recht, du siehst den Salz da nicht so schnell dran, ne? Das ist ja bei schwarzen Autos immer extrem, wenn die gleich so richtig schön weiß wären. Ja. Oder damals mein Nissan, mein Davor. erstes Auto. Ich weiß gar nicht, wie oft ich im Winter in der Waschanlage war, das Ding waschen. Vor allem, wenn sich das Ich muss sagen, angekotzt hat. früher haben die aber auch viel, viel, viel mehr Salz gestreut. Ich finde, die streuen jetzt extrem viel Salz. Nee. Zumindest hier bei uns. Also was die hier an Salz auf die Straßen streuen. Vor allen Dingen, es wird ja meist nicht mehr gestreut, es wird ja schon gesprüht. Okay. Bei uns viel. Ich weiß nicht, ob das eine Art Salzlaugenmischung ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird auch viele Straßen werden gespritzt. Und da hast du das so extrem. Aber das Schlimmste ist halt, wenn du Autobahn fährst. Da wird ja so dick Salz raufgeklatscht. Hier haben sie schon sehr viel Split mit drin, ne? Ah ne, das haben sich eigentlich so gut wie gar nicht mehr auf den Straßen. Kies Doch, das benutzen ist hier. sie. Gerade so auf den ganzen Nebenstraßen öfters mal die Bauern, wenn die zum Streuen abgestellt sind. Aber sonst finde ich, nimmt sie in der großen Regel bei uns überall fast nur Salz oder halt so ein Granulat. Ja, Salz dürfen sie ja nicht mehr streuen wegen den Bäumen.
So ein Salzersatz gedünstet, oder? Gut, das stört doch hier keine Sau. Also wenn du das siehst, das hier bei, wie gesagt, was brauchst du, das damals halt immer so gut gesehen, wenn du gesehen hast, wie die zur Autobahnmeisterei zum Winter, was da an LKWs reingedonnert sind. Salz. Heftig. Oder auf wie viele Züge Salz wir gekriegt haben und an die ganzen Gartenlandschaftsbauer verkauft haben, die halt auch Salz gestreut haben, Straßen beräumt haben und sowas alles. Das ist schon heftig. Also hier haben sie hauptsächlich so Granulatzeug, ne? Also ja, ja. Kaum noch direkt, damit die Bäume halt nichts abkriegen. Na gut, dadurch hast du ja auch, wenn durch das Salz hast du im Winter halt noch einen Negativeffekt, ne? Die Tiere am Straßenrand, gerade die Rehe, weil die lecken die Scheiße ja weg, ne? An der Seite am Gras. Ja. Das Salzige. Obwohl so wenig Schnee wie wir in der letzten Zeit eigentlich hatten. Manchmal fragt man sich sowieso, wofür streuen die überhaupt, ne? Oh. Obwohl, letzten Sonnabend, wie gesagt, da hat man es ja relativ schnell gesehen bei uns. Sonntag? Oder wann? Sonntag oder Sonntag, wo das war, wo gleich hier die Autobahn, die A14 und die 20 vollgesperrt war, wegen mehrere glatte Kletterunfälle. Ich verstehe die Leute aber nicht. Leute, es ist Winter, was erwartet ihr denn? Wurde okay, wir haben auch kein Winter. Wurde eine gleich, da, das hatte ich auf Facebook gelesen, das hatte ich ja letzte Woche schon, oder hatte ich ja schon im Stream erwähnt gehabt, wo der eine sogar ganz klugscheißerisch runtergeschrieben hat, ja, das sind wieder der, wie hat er drunter geschrieben, der Wind, der Sommerreifenclub hat sich wieder gesammelt, hat einen drunter geschrieben. Also der Sommerreifenclub, genau, und der zu schnell fahren und mit ihren Autos nicht umkönnen, das sind die richtigen. Hat er einen drunter geschrieben, Kollege, ich habe Winterreifen drauf und ich bin maximal 120 gefahren. Und du hast keine Chance gehabt, du bist nur weggerutscht. Und hast dich dann ruckzuck in der Mittelleitplanke gefunden. Ja, wenn du einmal ins Rutschen kommst, wenn die Straße glatt ist, bringt dir die Winterreifen auch nicht viel, wenn wirklich dick Eis drauf ist. Nee. Ist nun mal so. Aber der andere hat aber auch recht. Was glaubst du für Leute, ich sehe immer noch mit Sommerreifen. Denn das ist wohl wahr. Oh, Gott. Mehr als genug von. Andersrum, oh, Gott, wenn du so anguckst, das Wetter momentan ist ja auch noch, wo du lieber mit Sommerreifen fährst, ist einfach zu warm für Winterreifen, ne? Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Man muss ja sagen, bei den Temperaturen bringt dir die Winterreifen nicht viel, weil sie auch relativ schnell abnutzen, ne? Bei den hohen Temperaturen. Weil wie gesagt, wir haben die letzten Tage wieder bis 18 Grad gehabt hier. Ja. Aber das Problem ist, du musst halt, aber ich meine, ich habe in der Nacht schon umfährst mit meiner Frau, wenn die morgens um 3 loswerden oder um 4, dann sind wieder Winterreifen gut. Richtig, weil da sind nur 4-5 Grad, ne, nachts. Genau. Also und hat Rucksack hast du dann auch mal, wo du morgens aufstehst, oh, wieso ist alles so weiß draußen? Genau. Also letztens hattest du 3 Grad, ne, dann findet das Auto piep, 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 ne? Weil das meldet sich ja, wenn es 3 Grad nur sind. Ja, ja, das hatte ich damals bei meinem ersten auch gehabt. Hat dann gepiept erst und dann hat das dann dauernd in der Armatur geblinkt. Die Gras war geblinkt. So, Anhänger ist voll. Dann kriegen sie jetzt mal Wasser. Das sieht immer so ulkig aus, wenn du genau am Speichern bist und du siehst das ganze Schilf durch den Trecker gebacke hier. Das finde ich echt gut, dass das im 90er wirklich behoben ist. Dass ja. Das schön zur Seite knicken tut. Hm. Ja. Was wir auf jeden Fall gleich machen werden im ersten Stream, wenn wir die Zeit mal so hochdrehen, dass wir erstmal das dynamische Wetter sehen. Und vor allem, dass wir Regen haben, um zu gucken, wie gut die Dachdecker bis jetzt gearbeitet haben im 90er. Genau. Ob da bin ich richtig gespannt. Dicht ist, zu 90% ne? Sind die Dächer dicht. Ja, ein paar Luftlöcher müssen ja auch bleiben. Ja, auf jeden Fall. Die Dachdecker müssen ja auch weiter was zu tun haben, ne? Genau. Rein. Schon mal
schmeißen wir mal ein oder zwei Heuballen, je nachdem wie viel reingehen, schon mal rein. Und dann holen wir den Lady ab und den... Na, wie heißt das Viehtransporter? Da haben wir gleich die ersten. Schweine wollte ich gerade sagen, Kühe holen. Schweine sind wir ja schon. Und Schweine haben wir auch schon. Genau. Schweinchens. Weiß gar nicht, ich glaube ein Ball wird bestimmt erstmal bei null Sachen drin reichen, ne? Für 4000 Liter. Ich kann auch mal gucken, wie viel Gras ist reingegangen. 6000, naja, gut, reicht erstmal einer. Können wir gleich, wenn die ersten Kühe drin sind, noch weiter auffüllen. Wie gesagt, ballenmäßig haben wir ja erstmal genug, also. Ja. Zack. Obwohl, ich hab noch 4 oder 5 Ballen und bin ich auch fertig. Können wir ruhig noch 1-2 reinhauen. Aber wie gesagt, so sparen wir wenigstens ein bisschen Kraftfutter. Und halt, wenn wir gleich die Kühe holen, bis wir das erste Kraftfutter da haben, laufen sie aber wegen schon mal auf 75%. Das muss erst alles noch hier... sag schnell. Gern. Nee, ohne Season Mod nicht. Oder ach, ohne Season Mod sind die Ballen gleich fertig. Achso, okay. Mit Season Mod brauchst du halt noch ein bisschen. Deswegen machen ja auch viele die Ballen halt für die Tiere, ne? Weil du die halt nicht gären lassen musst. So, 12.000 Liter reicht erstmal da drin. So, die Palettengabel und die Ding stellen wir hier an der Seite erstmal hin. Ne, hier sind die gleich fertig. Da können wir nachher wirklich gleich Kraftfutter davon machen. Dann fahren wir jetzt mal Bärbel und Bär da holen. Den Lady mit, den Mischern können wir den immer noch holen. Lady, oh, gleich reingefahren in den gemieteten Mischwagen, na toll. Na ja, gut, wenn einer fragt, das war der Lehrling. Nee. Ich meine jetzt vom Shop, wenn einer fragt. Ich kann eigentlich sagen, das war der Chef. Achso. Genau. Das Ding steht auch mitten im Shop. Der Chef wird alles holen, war der Lehrling. Der letzte. Ja, wo ich jetzt auf einer anderen Karte bei war, war ich auch mit den kleinen Anhänger Schweine holen. Hat das Ding auf dem Boden geschliffen. Ich dachte, Alter, was ist das? Die Schweine so fett, dass das Ding so auf dem Boden hängt. Ist auch nach links oder rechts weggedriftet. Nee, aber wenn du L1 und Kreis drückst, senkt sich ja der Anhänger. Wusste ich auch nicht. Mhm. Dann kannst du mal versuchen, rückwärts in der Kurve zu fahren. Das ist ja nicht so richtig möglich. Wusste ich gar nicht, also, aber das ist wahrscheinlich zum Ablassen. Wenn du jetzt auch die Tür aufmachen könntest und halt animiert werden würde, könnten die Schweine ja auch raus. Aber ist auch logisch, die müssen ja auch irgendwie rauskommen, ne? Ja. Weil eine Rampe ist ja hier nicht großartig, du hast nur die Türen, also wird das Ding runtergelassen. 5000 bezahlen wir pro Kuh. 30.000 weg vom Konto, da kommen die ersten 6 Mo-Kühe. So, geht ja schon mal. Also guck mal, da haben wir Bärbel, Bär da. Da haben wir Ingeborg. Sag ruhig. Ah gut, ich hätte jetzt beinahe was anderes gesagt. Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Das gibt sonst wieder Ärger in den Kommentaren. Das behalte ich jetzt lieber für mich. Ja, die eine sieht zu giftig aus. Sieht aus wie Maren. Vorne, es könnten noch Martina sein. Ja. Ja, könnte hinkommen. Und Kitty. Ja, Jenny ist auch noch dabei, ja. Oh, das gibt wieder Ärger. Das Gewehr hat mich ärgert.
Schnell abladen, hat keiner gesehen. So, jetzt schmeißen wir mal den Lady noch hin. Aber damit haben wir jetzt alle Tierproduktion auf der Karte auch am Laufen. Obwohl man sagen muss, das kriegen wir eigentlich immer relativ gut hin, die Tierproduktion zum Laufen zu kriegen. Ja, ja. Einige machen daraus ja extra extrem viel, steht im Stream drin. Alles arbeiten für die Tiere, das geht 3, 4, 4 Streams lang, was bei uns eigentlich immer relativ schnell geht. Ich wollte gerade sagen, dann ist schon alles fertig. So. Aber das ist halt, weil viele sich halt gleich auf alles auf einmal stürzen, ne? Wenn man vielleicht mal guckt, dass man systematisch eine Tiersorte erstmal fertig macht. Genau. Was halt in der Regel bei den meisten ja die Schafe ist, weil es geht immer am schnellsten. Aber wie gesagt, Schweine bringt auch jede Menge Knete. Kannst eigentlich sagen, ab 30 Schweinen ist es eigentlich ein Selbstläufer, weil dann kriegst du pro Tag wirklich schon, glaube ich, 4 Schweine. Das macht sich natürlich schon bemerkbar. So. Warte, Chef. So. So, aber bevor der Lehrling rummeckert, kommen wir jetzt zum Schluss. Ich bedanke mich noch bei allen, die wieder zugesehen haben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.